Ja, jetzt haben wir ja gerade gesehen, unsere vorkommissionierte Ware hinter. Ja, hier sind wir jetzt in der Zugstufenmontage. Wenn wir hier mal reinfilmen, dann sehen wir, so sieht es aus, bevor die Kolbenstangen montiert werden. Dann haben wir hier so spezielle Arbeitsvorrichtungen, wo wir immer bis zu 6 Kolbenstangen einspannen können. Und hier haben wir dann schon fertig montiert. Also es ist ein Bodenventil drauf, Rebound-Hülse sind drauf, eine Führung. Die Zugstufe ist montiert, ja, das sehen wir jetzt. Also unsere Einstellstange, die ich euch vorher gezeigt habe, diese hier, ja, die ist jetzt in die Kolbenstange reingebaut. Und jetzt ist diese Kolbenstange eigentlich schon fertig, um in den Dämpfer hinzugefügt zu werden. In dem Bereich hier ist jetzt unsere Bodenventilmontage. Also ihr seht auch hier, wenn man mal auf diese Arbeitsplätze reinschaut, ja, hier wird jedes Bodenventil von Hand zusammengebaut. Ich habe jetzt hier mal einfach so ein Innenleben von so einem Bodenventil in der Hand. Ja, da sieht man dann auch mal, wie viele Kleinteile da letztendlich verwendet werden. Ne? Und auch was für einen Aufwand wir hier betreiben, um diese Dämpfer letztendlich zu bauen. Ja? Auch die Einstellräder für die Druckstufe nachher, das seht ihr hier, werden hier in Einzelteilen zusammengefügt. Also hier zum Beispiel das Einstellrad als Rohling und hier dann die fertige Verstelleinheit. Ja? Also auch das alles Teile, die wir hier von Hand vormontieren, bevor dann da drüben der fertige Dämpfer oder der Dämpfer fertig gebaut wird. Das zeige ich euch jetzt. Ja, wir sind jetzt im Dämpferbau, in der Endmontage. Ihr seht jetzt, der Mitarbeiter hat quasi das Innenrohr in das Gehäuse rein. Jetzt kommt eine kleine Ölmenge rein und dann wird dieser Ausgleichsbehälter, also die Blase, reinmontiert in den Ausgleichsbehälter. Wenn man mal mit der Kamera vielleicht kurz hier auf diesen Bildschirm schwenkt, dann sehen wir auch die Zeichnung zu diesem Dämpfer. Also grundsätzlich gibt es heute zu jedem Produkt, das wir haben, gibt es eine technische Zeichnung, wo zum einen die Bemaßung drauf ist, aber auch dann die Werte des Dämpfers, also wie der nachher eingestellt wird. In dem Fall haben wir jetzt Druckstufe 6 Klicks offen und die Zugstufe auch 6 Klicks offen. Genau, diese Zeichnung wird abgescannt, anhand des, also mit diesem Scanner erzeugt wird sie anhand von diesem Fertigungsauftrag und dann ist auch automatisch hinterlegt, welches Öl in den Dämpfer reinkommt. Also wir haben zweierlei Öle mit unterschiedlicher Viskosität. Und anhand dieser Zeichnung erkennt dann das System, welches Öl in den Dämpfer rein muss. Auch die Ölmenge ist vorgegeben. Ja, wenn wir jetzt darüber schauen, er hat jetzt die Blase montiert. Jetzt kommen die Kolbenstange in dieses Gehäuse rein. Dann kommt oben eine Führung rein, dass die Kolbenstange sauber drin läuft. Eine Dichtung, eine Verschraubung. So, und dann haben wir hier drei Moment überwachte Schrauber. Wir sehen jetzt oben, das ist im Moment orange. Und in dem Moment, wo die Verschraubung fest ist, dann leuchtet dieses Licht grün. Und dann wissen wir, dass der Dämpfer fest ist. Ja. Anschließend erfolgt eine Druckbefüllung von 5 Bar. Also das ist ein Gas-Stickstoff-Gemisch. Damit wird verhindert, dass der Dämpfer, also das Öl im Dämpfer, aufschäumt. Jetzt wird die Blase noch gesichert. Dann erfolgt die Messung auf der Prüfmaschine. Dämpfer ist auf der Prüfmaschine durchgelaufen. Zu den Prüfmaschinen vielleicht ganz kurz, auch das ist eine Entwicklung, die wir selber gemacht haben. Also diese Prüfmaschine, die haben wir zusammen mit der Firma Pfeifferwall München entwickelt. Wir tun hier 5 Geschwindigkeiten abprüfen und wenn man jetzt hier mal herschaut auf dem Bildschirm, ja, dann haben wir hier jetzt einen Dämpfer-Kennlinienverlauf, Zug-Druckstufe. Also das ist quasi diese blaue Linie, die wir hier sehen, ja, und diese Kreise, das ist quasi das, was die Technik vorgibt. Als ihr seht, ja, der Dämpfer ist akkurat in dem vorgegebenen Kennfeld von der Entwicklung. Und somit sagt auch das System hier, Dämpfer ist in der Toleranz und gibt ihn frei. Wir prüfen heute jeden Dämpfer, der die Dämpfermontage verlässt, läuft über eine Prüfmaschine durch. Erst wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, bekommen wir entsprechend ein Label raus, das dann auf den Dämpfer draufkommt. So, jetzt ist unsere Kiste von oben da. Und hier beginnt jetzt der eigentliche Montageprozess von diesem Gewindefahrwerk. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. An dieser ersten Station werden die Federteller montiert.
Hier habe ich dann so einen Pick-to-Light-Platz, das heißt, ich sehe jetzt hier genau an diesem Regal, also hier leuchtet es gelb, das heißt, ich muss hier entnehmen, Menge 2. Kleines Farbspiel, gelb-lila am Rande. So, jetzt sagt mir auch das System hier, du musst 2 Stück entnehmen, das habe ich getan, also weiter. Dann mache ich die Zeichnung auf und jetzt wird dieser Federteller auf dieses Gewindefederbein montiert. So, dann stelle ich die Kiste raus und jetzt fährt sie weiter zum nächsten Arbeitsplatz darüber. So, hier kommt jetzt die Kiste, wo wir gerade die Federteller montiert, hinan. Und jetzt schauen wir da der Kollegin einfach kurz zu. So, auch hier sehen wir jetzt wieder ihr Pick to Light. Das heißt, sie nimmt jetzt die Teile entsprechend raus, wo das Lagersystem ihr das angezeigt hat. Also in dem Fall Federwerksbegrenzer, Staubschutz und Belüfterscheibe. Jetzt hat sie alle Teile montiert, baut es zusammen. Wird dann auch gleich vormontiert. So, erster oder zweiter Montageschritt erledigt und jetzt fährt die Kiste weiter an die nächste Station. Das Fahrwerk kommt jetzt hier an. An diesem Arbeitsplatz werden jetzt die ganzen Kleinteile kommissioniert. Es ist ja so, wir haben ja seither nicht wirklich gesehen, dass es sich um ein Pfefferfahrwerk handelt. Ja? Aber jetzt sehen wir das auch. Ja? Hier ist nämlich der Aufkleberdruck und ihr seht, ja, jetzt ist eigentlich auch klar, dass es sich um ein gepfeffert Produkt handelt. Ja? Das war ja seither noch gar nicht ersichtlich. Hier nehmen wir jetzt die Höhenverstellung. Das ist die hier. Zweimal. Legen die bei. Dann fährt die Kiste weiter. Ja, hier sind wir jetzt in der Endmontage. Ihr seht, der Kollege scannt jetzt diese Kiste ab. Jetzt sieht er hier am Bildschirm, dass alle Teile gepickt sind. Und jetzt geht auch automatisch die Zeichnung auf von dem Federbein. Und da schauen wir jetzt einfach mal zu, wie das zusammengebaut wird. Ihr seht jetzt hier schon, die Federn sind vormontiert, also vorbestückt, muss ich sagen. Jetzt kommt der Aufkleber drauf.
Jetzt ist die Achse 1 montiert. So, und jetzt kommt das Federbein in die Kiste. Fertigungsauftrag dazu. Jetzt wird es noch zurückgemeldet, dass quasi das System weiß, der Auftrag ist oder das Federbein ist produziert. Ja, das erfolgt jetzt hier. Und dann geht die Kiste raus aufs Band. Ja, wir sehen jetzt hier die fertig montierten Federbeine. Die fahren hier rein in unser MLS, das ist dieses Lager hier. Also ihr habt jetzt gerade gesehen, da sind jetzt gerade zwei Kisten reingefahren und dann haben wir hier drin auch wieder so einen Kistenförderer, der die Kisten dann entsprechend einlagert. Also hier führen wir letztendlich die Vorderachse und die Hinterachse zusammen. Wir haben hier eine Lagerkapazität von 740 Behälter, die wir lagern können. Jetzt seht ihr, jetzt holt sich der Förderer hier diese zwei Behälter ab. Das ist jetzt zufälligerweise Vorder- und Hinterachse gemeinsam. Lagert das ein und wenn der Verpacker dann den nächsten Auftrag abruft, dann bringt dieser Förderer dem Verpacker entsprechend die Behälter zum Fertigverpacken. So, nachdem jetzt die Montage abgeschlossen ist, haben wir jetzt unseren Auftrag hier beim MLS abgerufen. Und jetzt wird das Fahrwerk verpackt. Wir haben jetzt hier, sehen wir schon, den Grundkarton. Da sind auch Inlets drin. Ja, wir haben spezielle Inlets, wo unsere Federbeine nachher drin liegen. Einmal das Gehäuse und einmal für die Feder ein bisschen größerer Ausschnitt. Jetzt scannt er hier den Auftrag ab und in dem Moment, wo er ihn abscannt, kommt automatisch das Gutachten, also das Teilegutachten und die Einbauanleitung. Das wird hier ausgedruckt am Drucker. Ja, hier sehen wir jetzt schon, hier läuft der Auftragsdruck, der Gutachtendruck und auch das Label für den Karton. Ja, hier sehen wir jetzt schon das Kartonetikett. Dann tun wir das Ganze ausschäumen mit einem Zweikomponentenschaum. Ja, dieser Schaum ist flüssig, erwärmt, flüssig und warm und der dehnt sich jetzt aus und kühlt dann ab und dann liegt das Fahrwerk nachher
sauber in diesem Schaum drin und es ist gewährleistet, dass es hier zu keinen Beschädigungen kommt beim Transport. Ganz kurz zur Erklärung, das ist für unser Video dann. Dadurch, dass dieses geile Video, das wo ja irgendwann fertig ist, entstanden ist und da dieses Fahrwerk komplett den Durchlauf gemacht hat, von vorne bis hinten, also ist das eigentlich, sag ich jetzt mal, eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Derjenige, das ist ein Audi A4 B8 Variante 2 Fahrwerk, gepfeffert Version natürlich, wer dieses Fahrwerk in seinen Händen hält bzw. aufpackt und das lesen kann, dann kann sich gerne bei uns melden und dieses Bild schicken quasi. Der kriegt von uns eine ganz ausgewählte, sage ich jetzt mal, Geschenkbox mit sämtlichen Merchandising-Artikeln von der Firma gepfeffert.com. So, jetzt sind wir im letzten Step angekommen. Ja, hier kommt jetzt der Deckel drauf auf das Fahrwerk. Dann wird das Ganze zugeschnürt. Ja. Und dann ist das Fahrwerk fertig zum Verschicken. Das ist nun das fertige Endprodukt, das endlich den Produktionsablauf. Wie lange hat es gedauert? Wie lange dauert es in der Regel, Fahrwerk? Von vorne bis nach hinten durch, in der Regel? Ab, je nachdem, sagen wir mal zwischen 1,5 und 3 Stunden. Zwischen 1,5 und 3 Stunden, je nach Aufwand? Also wir haben jetzt eher 4 gebraucht, wenn wir uns verschwätzt hätten. Ja, ist schon klar. Aber so eigentlich in der Regel dauert es 1,5 bis 3 Stunden, je nachdem, wie aufwendig ein Fahrwerk ist, ob es eine Variante 2 ist, Variante 3, mit Stützlager, ohne Stützlager und so weiter und so fort. Aber jetzt habt ihr gesehen, wie vom fertigen Rohr, also vom rohen Material, Edelstahl, bis zum fertigen Produkt, die quasi fertig gemacht worden ist, wo wir dann ganz normal jetzt auf Palette legen können. Ja? Das ist so ein Teil, brauchen wir unbedingt auch bei uns. So. Mehr kann ich leider nicht, ich weiß nicht, wie es geht. Aber ansonsten wird es schon wahrscheinlich so funktionieren. Geht davon aus. Ja? Also, in diesem Sinne, war schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr mal gesehen, wie der Einblick ist bei uns, beziehungsweise bei der Firma KW, wenn so eine gepfeffert Farbe komplett von vorne bis nach hinten durchläuft. Also in diesem Sinne, Servus Savadieri.